Guten Morgen, liebe Freunde meines Kanals. Ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee geholt und lauscht nun meinem Sonntagsvideo, denn ich bin der Callcenter-Crasher. Die erste Betrügerin hat im ersten Anruf ihre Webseite falsch buchstabiert. Also achtet mal genau auf die Buchstaben. Im Hintergrund hat wohl jemand den Fehler bemerkt, weswegen sie mir die E-Mail mit dem Link senden wollte. Im zweiten Anruf habe ich ihren Fehler aufgenommen und habe sie weiter verwirrt. Nun also viel Spaß mit dem heutigen Anruf, die wie immer nach dem Intro starten. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Hadamczyk? Ja. Das freut mich sehr. Mein Name ist Emma Brandt und ich melde mich von Onlinehandel, da wo Sie vorher eine Anmeldung gemacht haben. Ist das richtig? Das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, welcher Onlinehandel sind Sie denn? Okay, so unsere Werbung ist Immediate Age. Erinnern Sie das? Nee. Nee. Okay, momentan sind Sie aktiv mit einem anderen Plattform? Wie, was? Ja, natürlich. Natürlich. Okay, seit wann sind Sie aktiv? Das geht Sie doch gar nichts an. Okay, können Sie denn so Plattformsnamen zeigen? Nee, warum? Das ist meine Sache. Okay, so unsere Plattform ist Finanzex. Wie heißt Ihre Plattform? Finanzex. Ich denke, Immediate Edge haben Sie gesagt. Die Werbung ist Immediate Edge. Und unsere Plattform heißt Finanzex. Können Sie das mal buchstabieren? So. Moment. Müssen Sie das Alphabet suchen? So, Herr. R wie Friedrich. Ja. Ida. Nordpol. Anton. Nordpol. Cäsar. Ida. X. Ja. Und weiter? Das ist Finanzex.com. Ach, .com. Vom .com haben Sie ja nicht gesagt. Aber Sie müssen das wissen, Herr. Ne, wo soll ich das wissen? Es gibt tausend Domains. Es gibt tausend. Lass mich bitte ausreden. Ich sage den Namen von der Plattform. Es endet mit .com. Nee, das ist nicht normal. Also, es gibt auch .de, es gibt .cc, es gibt ganz viele. Okay. Okay. Wir haben das mit .com, Herr. Ja, das hatten Sie ja nicht gesagt. Okay, ich sage das jetzt. Ja, eben. Aber eben, Sie hatten es ja nicht gesagt. Okay, so Herr Hadamczyk, sind Sie zufrieden mit der Plattform, dass Sie arbeiten jetzt? Ja. Ja, das freut mich. Haben Sie Profite erreichen, Herr? Natürlich. Natürlich. Okay, können Sie eine Auszahlung machen? Natürlich. Wenn Sie möchten. Natürlich, haben Sie es probiert? Ja, natürlich. Ich verdiene doch daran. Ich bin ein Investor. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Das ist schön. Okay, so wenn Sie möchten, mit einer anderen Firma zu arbeiten, damit Sie können mit beiden Firmen arbeiten, Sie können mit uns arbeiten. Sie werden sehr zufrieden sein. Ich bin gerade... Ich kann Ihnen Ihre Plattform zeigen, damit Sie können sehen, dass Sie haben... Hallo! Ja. Ich bin gerade auf Ihrer Webseite. Da ist keine deutsche Sprachausgabe. Es gibt nur Spanisch und Englisch. Moment. Ich kann das per E-Mail senden. Nee, ich sehe doch Ihre Webseite. Ich sehe doch Ihre Webseite. Die gibt es nur in Englisch und in Spanisch. Ja, normalerweise, Sie können das auf Deutsch machen, aber... Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht. Ich werde Ihnen erklären. Na, dann erklären Sie mal. Nochmal? Ja, Sie wollten doch erklären. Okay, soll ich Ihnen den Link per E-Mail schreiben, damit Sie können sehen, unsere Plattform? Sie verstehen gar kein Deutsch. Ich sagte, ich bin auf Ihrer Webseite, auf Ihrer Plattform. Ja, ich verstehe Ihnen, aber... Und da ist keine deutsche Sprachausgabe, da gibt es nur Englisch und Spanisch. So, Herr, Sie haben das auf Deutsch. Nein, ich hab's nur auf Englisch und Spanisch. Hören Sie schlecht? So, haben Sie eine kleine Flagge da? Nein, eine englische und eine spanische. Wie oft soll ich das noch wiederholen?
Ja, ich verstehe Ihnen, aber Nee, offensichtlich nicht. Sie müssen den deutschen Flag da Es haben. gibt keine deutsche Flagge. Ja, aber Moment, ich werde das erklären. Ja, aber es gibt doch keine deutsche. Wie wollen Sie denn die deutsche Flagge herbei erklären? Bei dem Flag, Sie haben keine Deutsche, Sie sagen mir. Wie oft soll ich es noch sagen? Sie kennen Ihre eigene Webseite, nicht? Oh Herr, warten Sie kurz. Ach ja, jetzt soll ich wieder warten. Meinst du, Sie finden jetzt eine deutsche Flagge? Moment. Normalerweise ich sende den Link per E-Mail her, damit Sie können sehen, alles was Sie können. Und Ja. wenn ich die Seite mit Link sende, Sie können das auf Deutsch machen. Und ich sehe hier, dass Sie haben DE. Nein, habe ich nicht. Also ich Bitte bin. zeigen Sie her. Wie können Hallo, Sie hallo, ein hallo, Link mal bekommen? zuhören. Also ich bin da auf der Webseite finanzix.com, ist richtig, ja? Ja. Und da gibt es keine deutsche Flagge. Herr, ich habe hier auf Deutsch. Ja, ich nicht. Ich kann das wählen. Ich kann das Ja, wählen. ich aber nicht. Ja, dann Okay, soll ich Ihnen schicken Sie mir, diesen Link? schicken Sie mal den Link, genau. Schicken Sie mal den Link. Okay, ich werde den Link senden. Und ich werde nochmal Ihnen telefonieren. Nö. Okay, tschüss. Nö. Ciao. Ich bleibe Sie dran. Ja, hallo? Hallo Herr, haben Sie erst unsere Hallo, E-Mail? Frau. Ja, hallo Herr. Hallo, Frau. Ja, hallo Herr, haben wir es gesehen? Was habe ich gesehen? Den E-Mail von uns. Muss ich mal gucken. Okay, schauen Sie. Nee, keine E-Mail da. Keine E-Mail da, bei Posteingang. Sie haben keine E-Mail. Nee, genau. Okay, schauen Sie vielleicht bei Spam, weil es ist eine neue E-Mail. Nee, ist keine da. Ja, aber schauen Sie es nochmal. Ja, es ist keine da, sagte ich. Ich bin auf meinem Posteingang und ich habe keinen Ordner Spam. Okay. Moment. Ja. Hören Sie mich? Ja, klar. Okay, super schön. So, haben Sie dabei einen Rechner? Natürlich. Natürlich. Okay, schreiben Sie es nochmal. Was soll ich denn schreiben? E wie Friedrich. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja, Augenblick, ja. A wie Anton. Ja. C wie Cäsar. Ja. I wie Ida. Ja. X. Ja. Buchholm. Ja. Und Was schauen Sie, und? was es kommt. Ja, die Webseite habe ich Ihnen doch vorhin schon gesagt. Ja, es ist eine Seite mit Rot- und Weißfarbe. Nee, mit Gelb. Mit Gelb und Schwarz. Mit Gelb und Schwarz. Ja, kennen Sie Ihre eigene Aber Webseite nicht? das ist nicht unsere Seite, Herr. Sie haben es doch So. buchstabiert. Friedrich, Ida, Okay, Nordpol, Anton, kein Nordpol, Problem. Cäsar, Kein Ida. Problem. Lass mich doch mal ausreden. Ich buchstabiere es Okay. jetzt nochmal. Friedrich, Okay. ja, halten Sie mal den Mund. Friedrich, Ida, Nordpol, Anton, Nordpol, Cäsar, Ida, Xantippe.com. Ah, ja, das war ihm falsch. Ja, Okay, Sie, das so. haben Sie doch buchstabiert. Nochmal, Herr. F wie Friedrich. Ja. I wie Ida. Ja. R wie Nordpol. Ja. A wie Anton. Ja. C wie Cäsar. Ach, auf einmal Cäsar? Cäsar, Ja, nur einmal. Cäsar. eben haben Sie Nordpol gesagt. Ja, so Friedrich,
Ida, Nordpol, Anton, Cäsar, Ida, X. So. Ich wiederhole nochmal. Friedrich, Ida, ja. Nordpol, Anton, Cäsar, Ida, Xantippe. Richtig? Ja, Punkt. Das ist eine ganz andere Seite, ja. Ja. Und das da ist mit rot und weiß Farbe, ja? Ja, da ist sehr wenig rot. Warum haben Sie dann erst eine andere Seite buchstabiert? Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Nee, ich habe Ihnen gesagt, Finanztext. Ja, nein, Sie das haben ist es. Die richtige, Sie, das hab, ist die richtige Seite. Sie haben mir sie zuerst anders buchstabiert. Okay, Herr, vielleicht Sie haben nicht gehört. Aber nee, vielleicht haben Sie schlecht gesprochen. Okay, aber die Wichtige ist, dass Sie haben diese Seite gefunden. Ja, das ist und wahr. Sie haben da die Möglichkeit, auf Deutsch der Seite zu machen. Ja. Können Sie das sehen? Ja. Okay. Super schön. Sie haben Märkte, unsere Technologien, Trading Tools, Kontotypen, Unternehmen und ganz, ganz ganz unten, Sie haben Lizenznummer. FCA Lizenznummer und eine Sechsstellennummer. Ganz unten, sagten Sie? Ganz unten. Es ist eine Seite mit Schwarzfarbe. So, wo haben wir denn? Ah, diese 80-20-60. Eine Marke. Ja, so Sie haben Risikowarnung. Finanztech ist ein Markenname von Finanz and Investment Solution Ltd. Eine durch die FCA Lizenznummer 802060. Es ist eine FCA-Nummer. Regulierte Investmentfirma. Ja, was haben Sie? 8-0, sagten Sie? So, das war 8-0-2-0-6-0. 6-0, okay. So, es ist die Plattform, dass, wenn Sie möchten, Sie können mit uns zusammenarbeiten und Sie können Profiten erreichen. Wenn Sie möchten, wir können heute diese Arbeit zusammen anfangen. Mhm. Aber Ihre, so, jetzt schauen wir doch mal. Schauen Sie es nochmal. Ja, ich gucke gerade mal. So. Okay, nehmen Sie Ihre Zeit, Herr. Ja, natürlich. Ihre Trading-Webseite, wie heißt die? Finanztech. Genau. Und die Trading-Webseite für diese Lizenz lautet Finance and Investing Solutions Limited. Das ist eine andere Trading-Webseite. So. Ja, das ist unsere Plattform. Nein, das ist eine andere Lizenz. Oh, okay. Das ist nicht, wenn Sie möchten. Sie können vertrauen, was Sie möchten. Es ist genau, mache ich. Genau. Okay, danke schön. Tschüss, Betrüger. Ach, tschüss. Tschüss, Betrüger. Hallo? Ja, moin. Guten Morgen, Herr Adamczyk. Grüß Sie. Thomas, ja. Kamerad. Es ist Raymond. Wie es aussieht, haben wir denselben Namen. Grüß Sie. Ich hoffe, ich störe Sie erstens im Voraus nicht. Herr Sie Adamczyk. Heißen auch Adamczyk? Nein, Thomas ist mein Vorname. Gleich im Vornamen. Ach so, okay. Und der Nachname war wie? Raymond ist mein Last Name, mein Nachname. Ah ja, okay. Grüße erstmal im Voraus. Der heutige Anruf ist leider ganz unterminiert bei Ihnen. Deswegen wollte ich sowieso nicht viel Zeit von Ihnen in Anspruch nehmen. Deswegen, wenn Sie mal eine Minute Zeit haben, würde ich mich gerne kurz fassen und mal zum Punkt kommen. Darf ich? Ja, natürlich. Alles klar. Herr Adamczyk, wie gesagt, mein Name ist Raymond. Ich melde mich konkret auch von der Vermittlungsbüro Capital SE. Und diese Woche war ich beauftragt, mich bei Ihnen zu melden, wegen einer Anfrage, das dieses Jahr schon stattgefunden hat. Zum Thema Festgeld. Wer hat Sie da beauftragt? Ja, wir spielen die Rolle vom Vermittler. Wir vermitteln Bankkonditionen, dass zum Thema Fest- und Tagesgeldangebote zurzeit angeboten werden. Und ja, aber meine Frage war, wer Sie beauftragt hat, mich anzurufen. Mein,
Mein Vorgesetzter hat mich beauftragt, ihn zu kontaktieren, nachdem sie in einem von unseren Marketingkampagnen, wie es aussieht, reagiert haben. Kann äußerst mal Welche war das? Sein, dass, dass es unter Check24 einer von den Anfragen stattgefunden hat? Nee. Check24 kennen Sie bestimmt? Ja, schon, aber habe ich keine Anfrage gestellt. Hier wurde was unter Ihrem Namen angekommen, deswegen nicht, dass Sie es falsch verstehen. Der Anruf ist heute unverbindlich und ganz kostenfrei. Ja, na gut, wenn ich angerufen werde, ist es immer kostenfrei. Da haben Sie möglicherweise auch recht. Ja, ich habe recht, richtig. Okay, ganz gut, mein Lieber. Tut mir leid, Sie können merken bestimmt, dass ich selbst kein Deutscher bin. Ich bin ein Engländer, deswegen... Voraus möchte ich mich entschuldigen, dass ich, falls ich etwas nicht Richtiges in Deutsch aussprechen kann, sorry. Jedoch, ich wurde beauftragt, mich zu erkundigen, ob Sie in diese Richtung bisher schon was unternommen haben, Herr Adamczyk, oder noch auf der Suche sind, womit wir auch Angebote per E-Mail zukommen lassen können. Ich habe noch nichts unternommen. Nein, deswegen wundert es mich, dass Sie mich anrufen. Okay, das heißt, dass ich mich richtig gemeldet habe und Sie einfach ein paar Angebote erhalten können. Ja, aber woher haben Sie da meine Nummer? Weil bei Check24 habe ich noch nie was gemacht. Mein Lieber, unsere Marketing stellen wir normalerweise an viele verschiedene Machtüberwachungsplattformen, an welchen Sie es akzeptieren können. Was sind denn Machtüberwachungsplattformen? Markt. Ach, Markt. Ja. Genau. Ja, und welche Marktüberwachungsplattformen beauftragen Sie da? Viele haben wir. Ich kann die Seiten mal aufrufen und Ihnen ein paar erwähnen. Aber natürlich, ich bin nicht derjenige, der sich in diesen Sektoren kümmert. Investing.com, Finanzen100, Finanzen.de, sagen Ihnen diese Seiten irgendetwas? Das sind aber keine Marktüberwachungsfirmen. Okay. Marktüberwachung ist, Marktüberwachungsfunktion ist etwas anderes. Das wäre zum Beispiel die BaFin. Die überwachen die Märkte. Okay, ganz gut. Mein Lieber, es tut mir leid, wenn Sie detailliert so ein Gespräch führen möchten, dann würde ich Ihnen gerne mit einem deutschen Gesprächspartner verbinden. Aber mein Job war es, Ihnen nur mitzuteilen, was für Angebote es zurzeit gibt. Tut mir leid, dass ich Ihnen detailliert nicht aufklären kann. Was Angebote aber im Grunde genommen angeht, würde ich Ihnen gerne erwähnen, dass seit der letzten Sitzung von der Europäischen Zentralbank, die Frau Lagarde uns darüber, also bei uns meine ich europaweite Warnung gegeben hat über die kommenden Rezessionen, die Europa treffen sollte in die kommenden Monate. Ja, das war im Januar. Ja, genau. Am 25. Januar war die letzte Sitzung von ECB. Und somit haben sich Banken europaweit sich bei Vermittlungsfirmen wie uns mit verschiedenen Angeboten als Kontingent gemeldet. Diese Kontingente natürlich laufen ab Millionen bis zu Milliarden, wählt sich an natürlich, was für Kapazität die Bank hat, im Grunde genommen. Womit einer von den besseren Annahmen, die wir zurzeit haben, wäre die Santander Bank. Santander Bank kennen Sie oder haben Sie davon schon mal gehört? Ja, schon, aber erstmal interessiert mich, Sie sagten, Sie sind eine Firma. Welche Firma sind Sie? Eine Vermittlungsunternehmen, Capital SE, habe ich mich am Anfang an vorgestellt. Ja, dann ich schau mal, Sie haben ja sicherlich eine Webseite, ja? Auf jeden Fall und das kriegen Sie auch per E-Mail zugeschickt. Ja, das können Sie mir einfach sagen, da kann ich schon mal drauf schauen. Also, ja, also Englisch geschrieben, Capital oder? Ja, Capital mit einem C wie Capital. Ja, Capital und weiter? Ja. _se.de se.de .com. Sorry.com ist es. Also keine deutsche Seite? Nein. Also ich melde mich direkt von London aus. Bestimmt sehen Sie auch eine britische Telefonnummer dort. So. So, jetzt und okay. Und das bieten Sie an, also Festgeldinvestitionen. Wie gesagt, hatte ich mich darüber ja gar nicht informiert irgendwie. Ich hatte mich auch nirgendwo darüber informiert, grundsätzlich. Deswegen frage ich mich, woher haben Sie jetzt meine darf ich bitte ausreden? Woher haben Sie dann meine Telefonnummer? Ja, ich kann Ihre Sorgen im Grunde genommen verstehen, wenn Sie das sich ist gut. Nie nirgendwo beauftragt haben. Ja, deswegen frage ich, woher haben Sie meine Telefonnummer? Und deswegen werde ich mich dazu erkündigen und Ihnen was per E-Mail zukommen lassen, dass er Ihnen diese Frage deutlicher antwortet, als was ich Ihnen zurzeit geben kann. Das müssen Sie doch wissen, bevor Sie mich anrufen.
Sie müssen diese Nummer doch verifizieren. Ah, da haben Sie vollkommen recht. Und jede Nummer, die wir normalerweise erhalten, ist ein jemand, der sich bei uns eingetragen hat. Ja, wie haben Sie diese Nummer denn verifiziert? Das ist nicht mein Job, ich kann Ihnen das leider nicht. Doch, Sie rufen doch, Sie rufen mich doch an. Das ist Ihr Job, diese Nummer. Herr Danzig? Ja. Mein Lieber, es tut mir leid, falls ich Ihnen gestört habe. Nein, es ist, ja, erstmal möchte ich wissen, Sie müssen mich nicht dauernd unterbrechen. Ich möchte erstmal wissen, wie Sie diese Nummer verifiziert haben. Das ist Ihr Job, Sie haben mich ja angerufen. Wie haben Sie diese Nummer verifiziert? Ich werde dich dann direkt mit den Wieso dich? Wir sind nicht befreundet. Warum duzen Sie mich? Weil ich diese Kultur nicht kenne. Tut mir leid, mein Lieber. Ich bin ein Engländer und wir duzen uns in England leider nicht. Ja, aber Sie rufen hier in Deutschland an. Sie rufen hier in Deutschland an. Ja. Da haben Sie vollkommen recht, aber wenn wir uns menschlich unterhalten können, ohne dass wir uns einander... Hallo? Wie sagt man jetzt da? Ja, ich bin noch hier, aber ich kann mich nicht an diesen konkreten Worten Deutsch erinnern, für was ich mich entschuldigen werde. Aber mein Job ist es, Ihnen über die... Vielzahl von Angeboten, die die Banken zurzeit europaweit anbieten, zu informieren. Tut mir leid, dass ich nicht in der Lage bin, Ihnen die Informationen, die Sie wünschen, weiterzuleiten, aber deswegen würde ich Ihnen dann direkt gerne mit einem deutschen Support-Sektor kontaktieren, wo Sie alle Antworten erhalten, die Sie gerne haben möchten. Gut, dann geben Sie mit, dann verbinden Sie mich mal weiter, bitte. Okay, bitte bleiben Sie mal kurz dran. Ja. Ja. Tag, hallo. Frank Hohlert, dieser Apparat, Herr Adamczyk, grüß Sie. Der Kollege meinte, ich sollte das Ganze übernehmen, weil Sie jetzt eine Frage hätten bezüglich Informationen, die Sie bei uns eingetragen haben. Sie haben sich doch bei uns eine Anfrage gestellt, oder? Sie haben sich bei uns eingetragen, oder nicht? Nein. Natürlich. Nein. Woher hätten wir denn das? Das genau ist meine Frage. Wie haben Sie diese Telefonnummer? Lassen Sie mich bitte ausreden. Nein, ich habe Sie und Ihre Frage verstanden. Also ich muss jetzt nicht zuhören, was Sie sagen. Ich sehe, was Sie sagen. Ach so, Sie hören also gar nicht zu. Thomas@web.de. Sie haben sich doch bei uns eingetragen, deswegen hat man... Nee, habe ich nicht, sagte ich gerade. Doch, da muss es wohl jemand gemacht haben. Ja, eben. Und deswegen müssen Sie diese Nummer verifizieren. Da müssen Sie ein Double Opt-in einholen. Wann habe ich Ihnen das Double Opt-in gegeben? Am 23. letzten Monat. Nein, ich habe Ihnen kein Double. Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Schauen Sie mal, man hat sich... Eine Frage. Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Ich habe nicht die Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ja, dann legen Sie doch auf. Dafür oder sind Sie dagegen? Da bitte, machen Sie das. Ja, tschüss. Tschüss, Betrüger. Ja, hallo? Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Thomas Jakobs am Apparat. Ah ja. Wie geht es Ihnen? Hervorragend. Herr Rutmüller. Rutemüller, entschuldige. Ja. Entschuldige für meine Sprache, aber die Deutsche ist nicht meine Muttersprache, deswegen mache ich manche Fehler. Und dann rufen Sie Deutschland an? Okay. Ja, muss ich arbeiten. Es geht auf diese Arbeit, was wir machen, geht es nicht um die Sprache, ganz ehrlich also gesagt. Doch schon. Muss man nicht die ganze Sprache haben, also weil es geht um Handeln. Eben, und da sollte man die Sprache doch sprechen. Die Sprache spreche ich, aber ich spreche das nicht 100%. Nö, ich würde sagen, noch nicht mal 50%. So, wo geht's jetzt genau bei Ihnen? So, Sie haben sich eigentlich registriert und möchten Sie natürlich eine Investment bei uns machen. Eventuell ja. Genau. Deshalb habe ich Ihnen kontaktiert. Ja, dann erklären Sie mal, was Sie anbieten. Wir anbieten eine Arbeit mit Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien und alles. Ja, das ist sehr gut, weil ich interessiere mich für Kobold und seltene Erden. Für was? Für Kobold und seltene Erden. Kobold und seltene Erden?
Ja, richtig. Das ist in der Okay. Computerindustrie ein sehr gefragter Rohstoff. Okay. Kann man das bei Ihnen handeln? Wir haben einen automatisierten Handelssystem, der für sich arbeiten wird. Okay, und der macht alles, was zum Handeln ist. Ja, aber ich möchte ja speziell mit Kobalt und seltenen Erden handeln. Kann das der das auch machen? Ich habe keine Ahnung, was die sind eigentlich, ehrlich gesagt. Wie wollen Sie denn dann beraten? So. Wenn Sie möchten, können Sie anfangen. Wenn nicht, ist ja kein Problem. Wir haben ein automatisiertes Handelssystem. Sie setzen das Geld da und der Roboter handelt für sich. Verstehen Sie, was ich meine? Ich bin nur ein Ansprechpartner, dass ich Ihnen helfe, wo Sie das Geld investieren können und so weiter. Ja, aber da möchte ich doch eigentlich Ja. vorher erstmal ein bisschen was wissen über Ihre Firma zum Beispiel. Alle, was möchten Sie ganz genau wissen? Ja, zum Beispiel den Sitz Ihrer Firma. Wo sitzen Sie denn? In UK. UK? Was ist UK? Sie meinen Gro England? Großbritannien. Ah ja, okay. Gut, Ja. und wo da in Großbritannien? In London. In London. Ah ja, okay. Haben Sie Ja. mal die Adresse für mich? Natürlich. Ja? Ja. Haben wir. Ja, dann sagen Sie bitte. Wenn Sie es möchten, könnte ich Ihnen das per E-Mail mitteilen. Ja, dann teilen Sie es mir per E-Mail mit, wenn Sie es so nicht Ja. wissen. Mich interessiert nicht, wo die Firma die Sitz hat. Ja, aber Verstehen Sie, was Sie, ich meine? ja, nee, das verstehe ich nicht, weil Herr Sie, Rottmüller! Herr hallo, Rottmüller! hallo, hallo, Am Wessel hallo. Platina! Nicht Hallo sagen bei mir, du Hund! Hey! Ich spreche mit dem Hund! Na, dummer Betrüger! Komm, reg dich doch auf! Reg dich doch auf! Schrei doch ein bisschen rum! Der dumme Betrüger! Ein dummer Betrüger! Komm, schrei doch ein bisschen lauter! Schrei doch ein bisschen lauter! Schrei doch ein bisschen lauter! Schrei doch noch ein bisschen! Schrei dich doch, schrei noch mal ein bisschen! Los, ein bisschen lauter! Ich lach dich aus! Du bist so dumm! Du bist so Hallo. dumm! Na, Hallo. was ist los, dummer Betrüger? Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Ja, wie geht's dir denn, dummer Betrüger? Alles gut bei dir? Alles in Ordnung? Ja, ich habe dich doch gefragt, wie geht's dir denn, dummer Betrüger? Ja, ich bin ganz gut. Aber welche Nee, Betrüger meinen Sie? na, du bist ja nicht ganz gut, das ist ja das Problem. Du bist ein schlechter Bitte? Betrüger. Ich bin ein schlechter Betrüger. Ja, richtig. Also, wenn ich ein schlechter Betrüger bin, natürlich, ich werde dir sagen, Entschuldigung, weil vielleicht haben wir gestört und nichts vergessen, unsere Staff fickt ganze Familie. Was redest du da? Lern doch mal Deutsch. Schön, riecht euch schön auf. Ja, Herr, du Ja, Missgeborene. dummer Betrüger. Ich lach dich Was für aus. Betrüger? Ich bin Do kein doch, Betrüger. doch, du bist ein Betrüger. Doch, du bist ein Betrüger. Woher Das weißt du das? Habe ich dir was betrügt? Nein, das schaffst du ja nicht, weil du dazu ja zu dumm bist. Deswegen sage ich ja dummer Betrüger. Nein, 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 ich bin nicht dumm. Ich möchte Doch, nicht doch, natürlich bist du dumm. Menschen betrügen. Ja, warum hast du dann so eine Webseite erstellt oder erstellen lassen, hä? Das ist deine Meinung, Nee, was du das ist meinst, Wissen. Nein, ne? das ist Und Wissen. interessiert Das mich ist nicht, Wissen, was das ist du keine sagst Meinung, das ist und was du Wissen. magst, ob Das du ist, magst oder ob nicht, du das magst, ob du, interessiert lern mich doch erstmal nicht, Deutsch, lern doch erstmal weil Deutsch. sie sind ein Hurensohn. Ja, natürlich. Ja, Es reicht natürlich. schon Ich bin mein Deutsch, lieber, weil ich ihnen da, helfen kann, ja. überall, Du wo sie kannst, wollen, ja, ne? genau, wo denn? Wo denn Du genau? bist ein Arschloch. Ja, wo denn Arschloch bist du. genau? Was ist denn los? Reg dich doch noch ein bisschen auf. Da läuft ganz YouTube über dich. Ganz, ja, du verstehst gar nicht, was ich sage. Ganz YouTube lacht über dich. Okay, das ist Ihre Meinung, verstehen Na, Sie, das was ich weiß meine? ich. Aber an alle andere reicht schon.
Ja, genau, ich reicht schon. Deutsch lernen, weil... nee, zu betrügen versuchst du, deswegen bist du ja so ein schlechter Betrüger. Deswegen bist du, du musst nicht anfangen zu stottern. Du kannst doch gar nichts, du hast doch gar nichts gelernt. Du bist zu dumm zum Betrügen. Ja, na und, das hast du gelernt. Ein Wort hast du gelernt und? Deswegen kannst du trotzdem... Ja, und deswegen bist du trotzdem ein schlechter Betrüger, ganz einfach. Arschloch bist du auch. Ah, ne? Das zweite Wort. Ja. Du kannst ja toll Deutsch. Ganz toll. Schick dich ins Knie. Ah, hast du auch gelernt? Ja, Schimpfwörter kannst du schon mal. Das ist gut, aber betrügen kannst du nicht, weil du dumm bist. Ich hab, du stotterst. Warum stotterst du denn? Hast du Angst vor mir? Du stotterst. Was ist denn los mit dir, kleine dumme Betrüger? Warum stotterst du denn? Warum stotterst du denn? Aber du kannst das, ne? Du hast doch gar keinen Schwanz. Du hast keinen Schwanz. Vielleicht nicht, aber andere Frauen schon gefickt in Deutschland. Ohne Schwanz? Ohne Schwanz? Du hast doch gar keinen Schwanz. Du hast doch gar keinen Schwanz. Ja. Komm, reg dich doch noch weiter auf. Reg dich doch mal ein bisschen auf. Schrei doch mal ein bisschen rum, genau. Na, dummer Betrüger? Ja. Bist du schon am Ende? Ja. Für mich ist kein Problem. Du stotterst ja schon wieder. Warum stotterst du eigentlich immer so? Hast du einen Sprachfehler? Ist mir scheißegal, ob die Sprachfehler. Ja, du verstehst gar kein Deutsch, hä? Nein. Russisch fick ich dich überall, wie du willst. Natürlich. Natürlich. Okay, dann komm doch mal her. Ja, dann komm doch mal her. Fick mich doch mal. Komm doch mal her. Sag mir, wo bist du? Ja, in Hamburg. Komm doch mal vorbei. In Hamburg. Ja, große okay, Frage. Wo in Hamburg? Ja, hör doch mal zu. Ja, dann halt doch mal den Mund und hör zu. Große Freiheit Nummer 22. Da bin ich. Komm vorbei. Verpiss dich, du Hund. Wieso? Du hast mich doch angerufen. Verpiss du dich doch. Verpiss dich. Der dumme Betrüger mal wieder. Ich lach dich aus. Der dumme Betrüger. Ja, du. Du bist der dumme Betrüger. Na, schon am Ende? Fällt dir schon nichts mehr ein? Das meinst du aber. Nee, das weiß ich. Was du sagst. Ja, gut, dann leg doch auf. Dann leg doch auf. Leg doch du auf. Nö, ich leg nicht auf. Ich bleib den ganzen Tag am Telefon. Ich lege nicht auf. Ich habe nichts zu tun. Ja, schön. Ich weiß, du kannst den ganzen Tag nicht. Hör doch mal zu. Komm, schrei doch mal ein bisschen rum. Ja, ich weiß. Du hast keine Datensätze, um Leute zu betrügen. So schlecht bist du. Du hast keine Datensätze gekauft. Ich betrüge niemanden. Natürlich nicht. Komm, ja. Kotz noch ein bisschen. Ich lach dich so aus. Du bist so dumm, du merkst es doch gar nicht. Meinst du, ja. Das weiß ich. Das ist gut. Ja, genau. Freut mich. Ja, schön. Du bist schlau. Und auf YouTube. Schlau. Und YouTube wird es freuen, weil das Video wird wieder bei YouTube landen. Wenn du dich schön aufregst, ist doch lustig. Ja, genau. Ist in Ordnung. Ja. Sehr schön, dass ich deine Erlaubnis habe, die ich gar nicht brauche. Verpiss dich mit deinem YouTube. Du hast mich doch angerufen. Verpiss du dich doch. Kannst auflegen. Das mache ich jetzt sofort gerne. Tschüssi. Ja, tschüss, Betrüger. Die Tatsache, dass die sich so schön aufregen und mich beschimpfen, belegt doch klar, dass wir Scambaiter die gehörig ärgern und ihnen eher sehr oft einen Strich durch ihre Milchmädchenrechnung machen. Gerade wenn man sieht, dass die gar nicht so viele Geldwäscher anheuern können, wie wir ihnen mit Hilfe der BaFin abschneiden. Und das eben nicht nur in Deutschland, weil deutsche Konten bei den Opfern Vertrauen erwecken sollen, sondern auch im europäischen Ausland. Jeder Scambaiter, der die Betrüger beschäftigt und denen möglichst viel Zeit stiehlt,
geht denen so richtig auf die Nerven. Und das ist gut so. Danke an alle Scambeter, die mit uns kämpfen. Ein Dank geht auch an euch Zuhörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Das Video ist nun vorbei und ich wünsche euch einen schönen, tollen Wochenstart. Tschüss, bis nächsten Mittwoch, euer Callcenter-Crusher.